Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier beim neuen Australien-Video. Heute gibt es die schon vor Wochen angekündigte Roomtour. Ja, ich habe es endlich geschafft und heute zeige ich euch mal, wie wir hier so unser Dasein fristen. Ich befinde mich hier gerade im Garten, also auf dem Grundstück von den Zippels, also der Farmerfamilie, bei der wir arbeiten. Ja. Hier seht ihr das Haus. Da leben wir aber nicht. Da leben Dean und Vicky. Dean arbeitet bei uns und Vicky, das ist seine Freundin, die ist auch Deutsche und die hat ja auch mal Work and Travel gemacht und ja, ist hier hängen geblieben, sag ich mal. Und zeige ich euch mal ganz kurz das Grundstück hier. Da hinten sind irgendwelche Schuhe, da stehen Boote und Geräte drin vom Farmer. Ja, und hier seht ihr unsere drei Cabins. Also was heißt unsere drei Cabins? Ich wohne hier rechts, in der Mitte wohnt Janis und die linke momentan ist nicht besetzt, da wir die einzigen Backpacker sind. Und da würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, liebe Leute, kommt herein, könnt herausgucken. Ja, Freunde, das ist meine Wutze. Hier habe ich alles drin, was ich brauche. Ein Raum mit Küche, Bett und da hinten schließe ich noch ein kleines Bad an. Und dann würde ich sagen, führe ich euch mal rum. Hier haben wir den Eingangsbereich, die Haustür und dann Fliegengitter davor. Zum Glück, denn die Fliegen, die sind hier echt schlimm. Ja. Dann kommen wir hier zu meinen Schuhen. Und hier hinter haben wir noch ein paar Hochbetten, aber wie gesagt, ich wohne ja alleine drin, deshalb liegt hier mein ganzer Stuff drauf. Und dann haben wir noch so eine Rümpelecke, da stehen noch ein paar Kartons. Hier hinten die Kartons, da sind, ist immer das Wasser drin, 10 Liter, machen sich ganz nützlich als Mülleimer, schmeißt man danach weg. Und hier habe ich zum Beispiel meine Dreckwäsche drin. Leute, das hier ist die Küche. Wir haben hier einen kleinen Herd, einen Toaster, Spüle. Da steht noch ein bisschen dreckiges Geschirr. Ich war faul, habe natürlich nicht abgewaschen fürs Video. Ja, da drüben liegt noch Halland Stuff, Brot, dies, das. Da haben wir den Kühlschrank, Leute. Ihr seht, hier ist ein bisschen was zu essen drin, ein paar Getränke, aber das meiste an Essen ist beim Janis drüben, denn da wird auch meistens gekocht. Die Schokolade hier in der Tür lagert auch, weil die muss hier kühl liegen, sonst schmilzt mir die weg. Das Tiefkühlfach ist natürlich komplett überfüllt mit Eis da drüben und hier haben wir noch ein paar Pommes und Tiefkühlfisch, denn ja, ich glaube, Tiefkühlsachen sind ja äußerst wichtig für uns. Wir haben hier einen Haufen Schränke am Start. Aber die will ich euch gar nicht zeigen, da ist haufenweise unwichtiger Stuff drin und auch sonst irgendwie. Ist auch viel Platz. Hier ist noch ein bisschen Essensvorrat. Nutella muss sein. Und ein paar Fertigsuppen, immer wieder gut. Und hier drüben haben wir haufenweise Gummibärchen und Süßkram. Da oben noch ein paar Instant-Nudeln als der wichtigsten Nahrungsmittel. Und dann machen wir weiter. Ja, hier rechts neben der Küche schließt sich mein kleiner Lagerraum an. Was heißt Lagerraum? Hier steht mein ganzes Wasser. Über 30 Liter habe ich hier noch. Hier kaufen wir, wie gesagt, immer diese 10 Liter Packen. Dann haben wir noch ein bisschen Klopapier und noch ein paar Softdrinks. Darüber steht dann die Mikrowelle, ja, nichts Besonderes. Haben wir hier noch einen kleinen Spiegel mit Kameramann Janis, der ist auch dabei. Ja, moin. Und dann schließt sich eins der wichtigsten Sachen an, die Klimaanlage. Die wird hier im Sommer wahrscheinlich ordentlich in Betrieb sein. Und hier daneben auf dem Schrank steht noch unser Hightech-Fernseher, ja. Unser nicer Flat-Screen.
Der wurde, by the way, noch nicht einmal benutzt. Aber wir haben ihn. Ja. Also, besser als nichts. Dann kommen wir hier zum Ort, an dem ich die meiste Zeit des Tages verbringe. Mein Bett. Das ist echt sehr, sehr gemütlich. Hier schlafe ich richtig, richtig gut. Meistens. Hier dann immer noch einen Nachtschrank, da liegen ein paar Elektroniksachen drauf, da lade ich dann mein Handy und sowas. Oberhalb haben wir noch das Fenster, das ist heute mal für die Belichtung offen. Ansonsten ist es nämlich meistens geschlossen, weil das Problem ist, dass man die Vorhänge hier oben auf die Fensterbank legen muss, weil ansonsten würde einem früh immer das Licht übelst in die Fresse scheinen und davon würde man viel zu zeitig wach werden. Weiter mit dem Tisch. Ja, hier ist mein Tisch. Da sitze ich immer zum Frühstücken dran. Oder schneide hier meine Videos. Und sonst liegt da ein Haufen unnötiger Sachen drauf. Ich habe den schon aufgeräumt, ja, aber so ganz perfekt ist es halt doch nicht. Dann haben wir noch mein großes Fenster. Hier liegen ein paar modische Muscheln. Ja, habe ich schon verschönert. Dann, was ist noch besonders an dem Fenster? Hier oben habe ich eins meiner zwei Haustiere. Sie ist leider nicht da. Sie hat sich hier innen verkrochen, das sieht man leider nicht. Ich habe nämlich zwei Spinnen. Ich hatte ursprünglich drei. Die eine saß drüben am Küchenfenster, an der Fensterstange. Die habe ich aber erfolgreich weggesaugt. Eine zweite Spinne sitzt noch bei mir im Bad. Ich habe insgesamt versucht, dreimal diese Spinnen wegzusaugen und habe es nicht geschafft. Seitdem lebe ich mit den Zweien. Dann habe ich hier noch einen kleinen Heizkörper. Der ist nachts immer an, weil es hier bisher mal ziemlich kalt war. Und dann geht's zum Schluss noch ab ins Bad. Ja, liebe Leute, das ist mein kleines Bad. Wir haben hier eine Dusche. Ist ja nichts weiter Besonderes. Hier hängt mein Händehandtuch, der Halter, der fällt hier schon ein bisschen aus der Fassung, deshalb haben wir den modisch mit Klebeband angeklebt. Hier haben wir ein Waschbecken, nichts Besonderes, Spiegel, eine Lüftung da ist da oben. Ja, mal noch ganz kurz in die Ecke, hier ist die Toilette, hier hängt meine Kulturtasche und hier ist das kleine Fenster, wo mein zweites Haustier sitzt. Das ist leider, wie gesagt, auch nicht da, die kommen eher so nachts raus. Ja, das war's dann für dieses Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ich meine zwei Spinnen nennen soll. Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Ich bin an der Stelle raus. Ciao, Leute.